Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute versuche ich es mal, nachdem ich jetzt oftmals überlegt habe, wie ich den Einstieg mache, ein Ameisennest aus Jeton herzustellen oder euch halt eine Anleitung zu zeigen, wie ihr es machen könnt. Ihr müsst es nicht unbedingt so machen, aber bisher hatte ich immer die beste Erfahrung. Ich habe auch bei den meisten Videos auf YouTube gedacht, naja, da fehlt halt eigentlich noch was, was die Jeton-Nester angeht oder Kronenbetonnester. Und vor allem so, was die Erweiterung angeht oder im Prinzip, wenn die Kolonien wirklich größer werden, was sie ja bei den meisten oder im Normalfall tun sollten, dann sind die Nester, die es momentan bei YouTube gibt, nicht unbedingt die besten. Deshalb will ich heute mal meine Version von Jeton-Nest bauen oder euch halt zeigen, wie ihr es machen könnt. Und ich hoffe, euch gefällt. Und ich würde am Anfang erstmal alles zeigen, was an Werkzeugen und Baumaterial gebraucht wird. Das ist nicht wirklich viel, aber ist auf alle Fälle vorteilhaft, das nochmal zu zeigen. So, kommen wir jetzt nun zum Kleben oder zu den Klebern, die ich verwende. Das wäre hier einmal in der wunderschönen Tubenform der Sodal Fix All Kleber. Ich weiß nicht, andere Kleber funktionieren bestimmt auch, aber bisher hatte ich die besten Erfahrungen mit dem. Hält auf alle Fälle Bombe und auch auf Plexiglas und dem Porenbeton. Zumindest bisher. Aber ich vertraue dem Ganzen schon. Natürlich, was man auch nicht vergessen sollte, aber ich will es halt nur nochmal sagen, ist ein Zollstock oder halt wenigstens ein Lineal und auch kein kleines Schullineal zum Messen der Kammern im Prinzip oder halt der Länge, wenn man natürlich nicht großen Wert darauf legt, wie das Ganze angeordnet ist und das eher, naja, wie soll man sagen, natürlich haben möchte, dann braucht man nicht auch unbedingt einen Zollstock dafür. Aber ich habe jetzt bisher immer die Kammern in relativ geordneten Quadern angelegt und so. Das hat sich halt auch mit dem Platz dann gut ergeben, vor allem wenn es dann größere Kolonien sind. Und es sieht halt auch insgesamt sogar ein Stück besser aus, muss ich zugeben. Zu den ersten Baustoffen im Prinzip, bis auf den Kleber, den hatte ich ja schon erklärt, würde ich hier eine ganz einfache Plexiglasscheibe nehmen. Die gibt es auch schon halt wie hier vorgesägt bei Obi, 20x50 cm, und ich hatte eine 4 mm Dicke genommen. Man kann natürlich auch 2 mm nehmen und auch Reste nehmen. Also, manche Leute bieten es privat an, Plexiglasreste abzugeben, und da lohnt es sich halt im Prinzip auch bei diesen Leuten nachzufragen, weil man kommt letztendlich halt deutlich günstiger davon. Aber ich habe es jetzt auch aus zeitlichen Gründen vorgefertigt im Baumarkt besorgt. Kommen wir jetzt zu dem, aus was das Nest besteht, nämlich das Jeton oder der Porenbeton. Ich habe hier einen 5 cm dicken Jetonblock genommen. Er sollte, glaube ich, knapp 60 cm lang sein und ich glaube 20 cm hoch, auch aus dem Baumarkt. Die machen sich auch ganz gut. Man kann auch den 10 cm dicken nehmen. Da hat man natürlich jetzt die Möglichkeit, auch tiefer zu graben, und er ist relativ stabil, aber er wiegt halt auch ein bisschen mehr. Ich habe jetzt die dünneren genommen, die gehen im Prinzip genauso. Später als Substanz, um die Feuchtigkeit zu halten, in dem Wassertank sozusagen, nehme ich zur einen Seite hier diese Tonkügelchen. Gibt es wie gesagt auch im Baumarkt in der Gartenabteilung. Könnt ihr euch mal durchschauen, ihr könnt es natürlich auch bestellen, je nachdem wie ihr wollt. Und als zweites
Was auch noch mit hinzugemischt werden kann bei dem Wassertank, ist später Sand, aber also den könnt ihr wie gesagt auch beim Baumarkt holen. Was ich letztendlich noch vergessen hatte, war im Prinzip natürlich auch noch, ist ja eigentlich selbsterklärend, der Bleistift zum Zeichnen und ein, naja, man kann ein Geodreieck nehmen, hat wahrscheinlich jeder zu Hause. Man kann natürlich auch andere Sachen nehmen, die einen rechten Winkel haben. Das macht letztendlich das Zeichnen der Kammern deutlich einfacher, wenn man natürlich jetzt geordnete Kammern und Gänge haben möchte. So, wenn wir jetzt anfangen, ist es am besten zuerst vorne am Eingang, wo letztendlich dann der Schlauch angeschlossen wird oder die Ameisen, wenn sie im Prinzip in der Arena oder das Nest in die Arena positioniert wird, dann hineinkommen. Dazu kann man optimalerweise letztendlich Mitte verwenden. Ist natürlich jedem freigestellt, wo er den Eingang positioniert. Was die Breite letztendlich angeht, ist natürlich auch jedem möglich, das selbst zu entscheiden, wie breit das letztendlich werden soll. Je nachdem, welche Art ihr natürlich haltet, können die Gänge unterschiedlich breit sein. Was ich vielleicht als nächsten Schritt eher nennen würde, also man kann natürlich jetzt erst die Mittelmarkierung nehmen, wäre jetzt im Prinzip an den Rändern noch mit anzufangen. Wie ihr den Anfang wählt, ist im Prinzip eigentlich egal. Also ich habe es letztendlich so gemacht, dass ich bei diesem Dreieckslinear ist natürlich der Abstand dann zwischen der Kammer und der, dem Rand natürlich immer gleich. Im Prinzip, die ich einzeichne, über ein längeres Maß. Man kann das auch am Ende dann halt mit dem jeweiligen Gegenstand machen, wie zum Beispiel den Geodreieck, dass man dann gerade Linien hinbekommt oder gerade Kammern. Im Prinzip, nicht nur in der Mitte kann man halt anfangen, man könnte es natürlich auch, ein anderer erster Schritt ist halt im Prinzip mit an den Rändern anzufangen. Bei dem Lineal, was ich hier habe, ist das empfehlenswert oder hat sich das bei mir immer gelohnt und ging dann relativ komplikationslos, weil letztendlich der Abstand halt zwischen der, dem Rand des Nestes und der Kammermarkierung immer gleich ist und man nicht unbedingt mit dem Geodreieck das immer nachmessen muss. Also es geht zumindest schneller, weshalb ich das Signal hier eher nehme und an den Rändern dann anfange, eine Markierung zu setzen. Als Abstand zu den Ecken habe ich etwa 1,5 cm genommen. Man kann, wenn man natürlich auch möchte, knapp 2 cm nehmen. Wenn man es noch dünner macht oder die Wände noch dünner macht, läuft man natürlich auch Gefahr, dass vor allem durch Bewässerung oder mit der Zeit letztendlich die Ameisen sich vielleicht doch durch zwischen Plexiglas und Porenbeton hindurchquetschen können. Was die Kammerlänge angeht, verwende ich letztendlich 8 cm. Das ist jedem, wie bei fast allem, was hier die Maße und die Zeichnung angeht, selbst überlassen. 8 cm, weiß ich nicht, hat sich bisher optisch auch ganz gut gemacht. Der Abstand zwischen den Kammern oder letztendlich die Wand zwischen den Kammern beträgt auch in diesem Fall etwa knapp 1,5 cm. Das sieht dann, ich hoffe, man kann es bei der Kamera relativ gut sehen, letztendlich so aus. Die 8 cm sind eigentlich relativ optimal ausgenutzt. Man hat hinten nochmal ein bisschen mehr Abstand, aber ich würde nicht sagen, dass das so schlimm ist. Ich muss zugeben, nachdem ich jetzt mal ein paar Markierungen nur gesetzt habe bei diesem Porenbeton, hat sich letztendlich herausgestellt, dass dieser Block relativ empfindlich ist. Ich hoffe also, dass ich ihn während der Arbeit nicht zerstören werde. Deshalb empfehle ich auch gleich jetzt schon vorab, relativ vorsichtig zu sein bei dem Bearbeiten des Blocks und vor allem am Anfang nicht große Stücke abzuschaben, aber das kommt ja später noch. Als nächstes das gleich auf der anderen Seite. Als nächstes kommen wir zu den Breiten im Prinzip der Kammern. Da habe ich jetzt 5 cm als Maß genommen bei jeder Kammer. So, und die kann man jetzt als nächstes erstmal eintragen, 5 cm.
Wenn wir jetzt damit fertig sind, können wir eigentlich schon die Kammern, was die Linien angeht, verbinden und schon mal sozusagen auf 2D-Ebene entstehen lassen. Wenn ihr nun damit fertig seid, fangen wir damit an, den Wassertank einzuzeichnen, welcher dann von etwa hier bis nach da gehen würde. Da käme dann noch der Eingang sozusagen, der sich dann mit den ersten Kammern hier verbindet. Und zwischen den Kammern würde dann jeweils nochmal ein Gang sein. Man kann natürlich hier vorne dann nochmal mit einem extra Gang die zwei Kammerkomplexe verbinden. Wie man möchte, muss es nicht unbedingt so machen oder möchte es nicht unbedingt so machen. Ich würde den Wassertank halt ein Stückchen größer machen. Kommen wir nun zum Wassertank. Hier wäre es auch wahrscheinlich wichtig, zuerst von den Kammern an, also den inneren Kammerlinien, aus nachzuschauen, dass man etwa bei 1,5 cm liegt. Wieder. Erfahrungsmäßig kann man auch eher 1,2 cm nehmen, das passt schon. Ja, zumindest sollte es halt nicht unter 1 cm werden, dann könnte es halt wirklich knapp werden, dass sich später im Gebrauch des Nestes gewisse Ecken absprengen, wenn man es so bezeichnen möchte. Und dann habt ihr halt die Sauerei, dass euch die Ameisen auf dem Tisch rumlaufen. So, damit wären wir jetzt fertig. Das Ganze habe ich jetzt ein bisschen eng sozusagen angelegt. Das müsste aber im Prinzip später auch keine Rolle spielen. Jetzt kommt der Eingang, der wäre in einem ganz normalen T-Stück. Wieder zu beachten ist, dass hier der Abstand stimmt. Ihn hier auch wieder auf 1,5 cm setzen. Ansonsten ja, einfach einen Eingang in Form eines Ts anbringen. Je nachdem, wie groß letztendlich euer Tor ist, den ihr dann anschließt, könnt ihr auch dann halt natürlich die Eingangsgröße gleich drauf anpassen. Also das wären bei mir jetzt knapp 2 cm. So, nachdem wir das Ganze jetzt eingezeichnet haben, fangen wir damit an, das Ganze auszuheben bzw. auszukratzen. Ich mache das jetzt mit dem Holzspechbeitel. Ihr könnt das natürlich genauso mit elektronischem Werkzeug machen, das ist vielleicht auch nicht so anstrengend, weil es geht halt nach einer Weile dann doch auf die Hände, auf die Arme. Blasen sind wahrscheinlich in den meisten Fällen garantiert. Und ja, dann lasst uns mal anfangen. Damit man das Ganze noch besser verfolgen kann, habe ich letztendlich mal auch die Kameraposition gewechselt.
festgestellt habe, was eine ganz gute Idee wäre, ist, dass man zwischen Kammer- und Wassertank nochmal ein bisschen Abstand verringert, aber nicht hier oben. Der ist hier vollkommen in Ordnung, sogar vielleicht ein bisschen schmal geworden. Wichtiger ist, dass der Abstand unten an der Ecke geringer zum Wassertank wird, weil die Wasserversorgung manchmal ein bisschen problematisch ist und der Jotunstein, der bei den Ameisen ist, nicht richtig feucht wird und man dann eher letztendlich zur Überflutung der Kammer, weil man vielleicht zu viel Wasser reinmacht. Das heißt im Prinzip, man raspelt halt jetzt noch ein bisschen schräg die Ecke aus in Richtung Wassertank bei den ganzen Kammern. Der nächste Schritt wäre jetzt, das Ganze mit dem Staubsauger noch sauber zu machen. Und dann hättet ihr halt noch die Option, ihr könnt im Prinzip das Ganze noch mit Gips auskleiden, die Löcher zumachen. Man könnte natürlich auch jetzt noch da, wo dann die Plexiglasplatte draufkommt, auf die Fläche könnte man natürlich auch noch Farbe auftragen, wenn man halt Lust hat. Das ist jetzt jedem selbst überlassen. Ich würde das im Prinzip aber sehr schlicht halten, also im Prinzip nur alles sauber machen, dann würde ich schon die Plexiglasscheibe drauf machen. Davor natürlich Sand und die Tonkugeln in den Wassertank einfügen, dann Plexiglas zurechtschneiden. So, jetzt habe ich erstmal mit dem Staubsauger die Kammern und den Wassertank gereinigt von den etwas gröberen Körnchen und dem Großteil des Pulvers. Die Reste letztendlich dann sollte man noch mit dem Lappen entfernen, mit einem nassen Lappen. Denn man kann den Test auch gerne mal machen, dass man nach dem Absaugen mit dem Finger nochmal durch die Kammern geht und da merkt man gleich, dass halt noch einiges an Betonpulver in den Kammern übrig geblieben ist. Das kann natürlich für die Ameisen nicht so schön sein. So, nachdem ich jetzt letztendlich das Plexiglas zugeschnitten habe für das Nest, das ist letztendlich relativ gut wie immer ausgereicht. Im Prinzip ist halt jetzt nur noch das hier übrig von dem ganzen Plexiglas. Bei dem Rest habe ich es halt so gemacht, das Plexiglas in dieser vorgeschnittenen Form ist ein bisschen zu breit. Dann habe ich halt letztendlich die breite Seite abgeschnitten und die Reste, die davon noch da waren, von zwei Rechtecken noch letztendlich hier hinten dran gehangen. Die nächste Frage ist jetzt letztendlich, wie befüllen wir diesen Wassertank überhaupt? Ich habe mir gedacht, ganz simpel, einfach in das Plexiglas Löcher hineinlöten. Das hört sich komisch an, aber es funktioniert halt eigentlich prima mit Plexiglas, wenn man mit dem Lötkolben arbeitet. Ich habe damit schon verschiedene Plexiglas- oder Acrylrohre zusammenschütten können. Und das geht hier auch perfekt mit den Löchern. Dazu kann man sich halt jetzt überlegen, was man für einen Abstand nimmt für die einzelnen Löcher. So, jetzt löten wir die Löcher hinein. Als kleiner Tipp noch, macht dabei die Fenster auf oder geht am besten gleich raus und haltet auf keinen Fall euer Gesicht genau über diese Stelle, wo ihr dann lötet, weil die Dämpfe, die dabei entstehen, nicht gerade wirklich gesundheitsfördernd sind. Das Ganze sieht dann etwa so aus mit den Löchern. Ich habe das Ganze dann letztendlich noch so gemacht, dass ich an der Unterseite die überstehenden Reste, das sieht relativ witzig aus, also es sind solche kleinen, wie eine Donutform, Ringe, die übrig geblieben sind, die habe ich entfernt mit dem Holzspechbeitel. Das war letztendlich einfach nur dazu da, dass nicht unbedingt noch mehr Probleme mit den Tonkügelchen entstehen und am Ende das Plexiglas nicht richtig aufliegt. Also so in etwa wird das Ganze aussehen, wenn es dann fertig ist. Der Kleber fehlt halt jetzt noch und dann wären wir eigentlich im Prinzip fertig. Jetzt letztendlich noch einfach nur die Folie abgezogen, die auf der Plexiglasplatte mit drauf war. Und dann sieht man natürlich jetzt erstmal, dass das auch mit Plexiglas sehr gut aussehen kann und man nicht unbedingt Glas braucht.